So ein merkwürdiges Gebiet. Aber wir sind im tiefsten Herzen des Planeten Cebes. Oh, hi! Oh, wow. Danke. Das Bossauge. Das heißt, wir haben es gleich. Aber zum Glück falle ich runter. Zum Glück ist hier nochmal ein Speicherraum. Ein Speicher. Speicher. Hier kann man speichern. Fertig. Oh, Junge, Junge, Junge. Jetzt geht's los, Leute. Mother Brain wartet auf uns. Eine der legendärsten. Hey, Kappa, Kappa, hey, Kappa, Kappa, hey. Kappa-Kämpfe. Was ist denn mit euch? Sehr schön. Okay, pass auf. Kann ich die nicht einfach geben? Natürlich, man kennt's. Typisch Mother Brain hat sie wieder diese seltsamen Schleusen. Oh, 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 sie ist blöd. Sie ist ein bisschen blöd. Achso, das war's? Das war's. Na gut, hätte auch sein können, die noch mehr. Oh mein Gott. Weg mit dem Kack jetzt. Oh, die mit ihren komischen Guns hier immer alles hier. Aber es wird wenigstens, glaube ich, nicht so käsig wie in Metroid Zero Mission. Boah, ey, da gehen mir deine komischen Kackdinge auf den Nerven, Mensch, Mother. Ah, okay, das geht. Boah, Alter, ich versemmle ja all meine Rackets. Was ist mit dir, Mother? Ah, da ist sie ja schon. Hi. Da hat sie sich wieder reingenistet. Ist das nicht süß? Da ist sie ja. Da ist sie ja. Endlich haben wir es geschafft. Hier sind wir. Mother Brain. Again. Ja, ne, die Donuts. Mega nervig einfach. Machen wir mal ihr lustiges Gläschen auf hier. Zack. Jetzt pass auf. Ja. Hm. Tut das weh? Frag für einen Freund. Guck mal, viel einfacher. Voll seltsam. Mhm. Ja, wahrscheinlich. Jetzt hör auf. Ja, ne? Und das war's. Ja, ne? Mother Brain. Ja. Das war's. Oder auch nicht. Darf ich vorstellen? Die eigentliche Mother Brain. Sie ist mutiert. Sie hat sich diesen Körper gegeben. Und jetzt geht's erst richtig los, Leute. Ist das nicht geil gemacht? Ich schade ihr nicht. Scheiße. Ah, okay. Aber wegen ihren Kack-Donuts musste ich jetzt... Ich hab fast nichts mehr. Das ist so geil. Die Musik dazu. Das ist so ein legendärer Kampf. Endlich darf ich den auch mal bestreiten. Es ist so geil gerade. Zack. Hm. Okay, jetzt ist natürlich die Frage. Wie schade ich dir jetzt? Wenn es nichts mehr gibt. Mist.
Ich habe keine Raketen mehr. Wie mache ich das jetzt? Okay, dann verstehe ich, was passiert. Gleich. Okay. Oh, die ist aber so krass. Das ist so cool. Das ist so cool. Das ist schon episch irgendwie. Weiß ich nicht. Wie sie halt auch aussieht. Ich säme da einfach rein, ne? Weiß ich nicht. Die Musik einfach. Das ist so geil. Oha. Jetzt, oh, okay, wir werden wieder aufgeladen. Mother Brain. Hab halt nur ein Problem. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht genau. Kann nichts machen eigentlich. Ich hoffe nur, dass. Oh Mann. Oh Mann. Könntest du vielleicht. Oh. Ich kann sie halt wirklich nur mit Raketen schwächen. Ich bin tot. Scheiße. Ist ja kacke. Ich muss alle Raketen. Wie? Woher? Nee, hä, wie? Kacke. Mist. Die droppt ja keine Raketen. Mother Brain droppt keine Raketen mehr. Das macht die nicht. Aber ich muss ja alle hier nutzen. Allein bei dieser Kacktür schon. Okay. Kann ich nicht theoretisch eigentlich Folgendes? Oh, stimmt. Geht das nicht auch? Warte mal. Achso, nee. Hier nicht, kann man hier nicht, konnte man nicht mit dem Donut tatsächlich, wenn er genau drunter stand, konnte man da nicht sogar durchglitschen? Ich mach mal was anderes. Geht das hier? Ich muss Raketen nutzen, aber das ist doch dumm. Oh, Mother Brain, why are you so? Die Donuts droppen halt auch nicht. Wahrscheinlich, wenn ich zurückgehe, sind die Dinger wieder da. Guck mal, wie viel ich da reinsemmeln muss. Ja, genau. Also, schon ein bisschen kacke. Was ist denn das? Ey, auf! Boah, ernsthaft? Ja, war ja klar. Was ist eigentlich hier unten? Okay, die gehen nicht kaputt. Wollte ich nur mal wissen. Jaha! Boah, Mother, du bist so nervig einfach. Ich geh mal kurz zurück. Wir wissen, aber ich glaube, die Tore gehen bestimmt wieder zurück, ne? Aber 50 Raketen, ich kann sie ja nur mit Raketen angreifen, das ist es halt. Die Bomben, was sie ausspuckt, ja, die kann ich ja nicht angreifen. Habe ich ja schon gemacht. Die explodieren einfach nur. Ich kann die nicht angreifen. Ah! Ah, okay, es bleibt. Okay, dann gehe ich zurück und lade mich nochmal auf. Dann easy. Anders geht's nicht. Anders geht's ja gar nicht. Und ich kenne Mother Brains Angriffe bereits. Ich habe zu oft Videos gesehen von ihr. Du kriegst nichts von ihr. Irgendwie wirkt der Boss langweilig. Du wirkst langweilig.
So. Mann, ey. Der Boss ist voll wichtig. Aber ja, die anderen hatten tatsächlich natürlich irgendwie bessere Kampfphasen. Ist nicht mal so ganz falsch. So. Jetzt sind wir wieder voll. Dann dürfte das ja eigentlich kein Problem sein. Wir haben ja gesehen, die Schleusen bleiben weg. Müsste gehen. Müsste gehen. Das ist Lucky Mother Brain. Richtig! Das Blubbergeräusch hier auch. Und dann dieses komische Grummeln, als hätte jemand Magen-Darm-Probleme. Entschuldigung. Ja, ne? Dieses Blubbern hier. Dieses Knurren. Hast du Hunger? Ganz seltsam hier alles. Ganz seltsam. Ja, die sind weg. Das ist ja voll praktisch. Das ist nicht so praktisch, dass ich hier nicht durchkomme. Ah, aber mal das Gefäß ist was wieder zu. Ja, das ist ja das kleinste Ding, ne? Das ist ja ein kleines Ding. Dann mache ich ja Super Missiles. Meine Phrases. Endlich. Hunger auf Brains. Ich glaube auch. So Leute, jetzt wieder. Ab dafür jetzt. Hallo Mother. Ih, die schadet mir. Ih, nicht berühren. Das Berühren der Figuren mit den Pfoten ist verboten. Weiter geht's. Hallo Mother. Aua. Nee, doch nicht. Abgelogen. Also ich könnte jetzt auch hier natürlich den Beam machen. Den unmenschlichen, unfassbaren, unfassbar Beam. So, wir sammeln jetzt einfach alles rein, was wir haben. Dupdi-dupdi-du. Alles rein in die Olga hier. Schön rein semmeln. Aua. Ja, kriegst noch ein bisschen den da und ein bisschen den da und ein bisschen dies und das und dies und das und dies und das und jetzt weiß ich auch nicht genau. Jetzt haben wir ja schon wieder ein Problem. Was ist denn das? Ich habe hier gerade 113... Hä? What the fuck? Ja, wie man sehen kann, kann man da nichts sehen. What the Hexagon? Ne, du läschst es jetzt mal. Mother? Hä? Eigentlich sollte... Ich hab, Mother Brain? You're drunk right now, oder? Eigentlich sollten Dinge geschehen, die nicht geschehen. Und, ich hab ihr halt 120 Raketen in den Arsch gesemmelt. Die wird ja nicht mal rot, die wird ja nicht mal ansatzweise rot. Was soll ich denn machen? Hä?
Wow. Ich habe hier 20 Supermissiles in den Arsch gesammelt. Wieso passiert da nichts? Warum kriegt ihr nicht mal ansatzweise Schaden? Der normale Beam schadet ihr nicht. Und wir kriegen halt nichts von ihr. Was soll ich denn machen? Was mache ich falsch? Nee, auch hier geht der Beam nicht. Ja. Mit deinen Kackdonuts. So, das war das. Nur noch mehr Magie von der Fi- Noch mehr Raketen. Ach so, einfach noch mehr Raketen. Okay, warte, das probiere ich mal aus. Nee, jetzt irgendwie sehr, sehr strange gerade. Sonst gebe ich hier gleich wirklich den heftigen Beam der Heftigkeit, ne? Weißt du Bescheid, was ich meine? Oh, so, der Plasma-Beam ist ja ausgeschalten. Vielleicht jetzt? Nein? Nee, der Plasma-Beam ist ihr vollkommen egal. Ja, finde ich jetzt aber nicht so geil. Warte mal, ist gerade Mother Brains Arsch auf der rechten Seite rausgeklippt, wenn sie links ist? Warte, was? ja, ich... Nee, ich schade ihr wirklich gar nicht. Okay, warte, warte. Gegen irgendwas muss sie anfällig sein. So. Der Charge ist an, der Eis ist an. Spacer funktioniert nicht. Wave Beam, Ice Beam alleine vielleicht, weil sie einfach blöd ist. Ich habe ein Problem. Also, das ist ja krass, ne? Habe ich so oft Mother Brains Kampf gesehen und jetzt bin ich vollkommen verwirrt. Oh ja. Oh ja. Oh, darauf stehe ich. Ich habe ihr mit einer Screw Attack gerade geschadet? Ich habe ihr gerade irgendwie Schaden zugefügt. Habt ihr gesehen? Mach ich einfach weiter so. Immer weiter drauf. Ja, also irgendwie, ja, dann tut's mir leid, dann... Oh, wow, wow. Dann reicht's mir jetzt. Was ist denn jetzt passiert? Gewirkt? Nee, ne? Nee, ich glaube nicht. Jetzt warte doch mal.
Und es hat sich aufgehangen. Fuck. Sprungrolle, süß. Von unten getroffen, als sie Damage bekommen hat. Ja, aber eigentlich komisch. Eigentlich darf das nicht sein. Hey, cool. Ach so. Oh. Ja, da muss ich jetzt zurücksetzen drücken. Komisch. Alles ein bisschen seltsam. 9 Stunden. Oh Gott. Irgendwas stimmt doch da nicht. Wieso bekommt sie nicht ansatzweise Schaden? Die tut sich ja nicht mal verfärben tun, weißt du, was ich meine? Hä? Was? Das ist krass. Ja. Komisch. Ich verstehe nicht, warum sie nicht... Sie sollte eigentlich was Wichtiges machen, macht sie aber nicht. Und es ist halt merkwürdig, ehrlich gesagt. Hab das Gefühl, ich muss vielleicht einfach auch länger leben. Sie muss Dinge tuten. Das tut sie nicht. Lol, hier will ich nicht stehen. Da stehe ich jetzt nicht so drauf. Nee. Dass die Donuts auch nichts ausspucken, ist halt auch ein bisschen blöd einfach. Jetzt hier verrecken sie einfach mal. Ja, ich verliere viel zu viel Leben. Endlich. Uff. Sie steht halt nicht auf Hirnfärben. Ja, aber... Hä? Ich schon. Die ist richtig sauer. Oha. Oh ja, guck mal, es geht. Aber ich bekomme dadurch auch Damage. Also geht's nicht immer. Au. Komm schon, Mother Brain. Oh, lol. Aua. Nein. Das nicht. Oh Mann. Nice. Komm schon. Thank you.
Meine Mother Brain ist kaputt, glaube ich. Hä? Hallöchen, Juni! Los, tritt Mother Brain in den Hintern. Ich versuch's ja, aber irgendwie... Aua. Hey, Manu! Okay, wow. Das war's wieder. Meine Mother ist kaputt. Meine Mother Brain ist kaputt. Die ist kaputt. Hat nicht geklappt, ne? Nein. Mann! Und dann hängt sich immer auf. Sie funkt sich... Hä? Ich... So, also, normalerweise sollte sie halt nach einer gewissen Zeit... Erstens sollte sie sich verfärben, weil sie Damage kriegt. Das tut sie nicht. Auf der anderen Seite sollte sie halt eigentlich nach einer gewissen Zeit... plötzlich andere Strähle machen. Und... ja... Also sie kommt nicht mal in diese Phase. Ich weiß nicht, was ich hier... Hä? Das ist voll komisch. Hä? Jetzt habe ich ja extra auch ein bisschen auf Zeit gespielt, so. Aber es passiert nichts. Sie macht immer dasselbe. Das sollte eigentlich nicht sein. Hä? Ja, Mother, was ist denn mit dir? Was bist denn jetzt so? Hier kurz kaputt gemacht. Ja, weiß ich nicht. Einfach Mother ist kaputt. Nee. Lol. So, versuchen wir so. Jetzt habe ich richtig viel Leben an der Stelle. Verrückte Welt. Lucky macht's immer kaputt. Ich mache doch auch immer oft was kaputt. So. Jetzt muss ich mal schauen. Ich will den Glitch halt nicht... Ich will den nicht machen. Das muss ja so gehen. Ich will den jetzt nicht machen. Warum sieht man dann Frames einfach nicht? Man sieht wichtige Sachen nicht. Aber ich schalte jetzt einfach mal trotzdem den Plasma-Beam an, weil, weiß ich nicht. Die treffen sie doch mit dem Plasma-Beam. Warum ging das dann vorhin nicht? Wieso geht denn das jetzt auf einmal? Nur mit dem aufgeladenen Plasma-Beam, okay. Nicht mal. Doch. Okay, mit dem aufgeladenen Plasma. Dann machen wir so. Was passiert denn jetzt? Oh, die nächste Phase! Oh mein Gott, sie muss vom Beam getroffen werden. Durch die Raketen kommt sie nicht in die nächste Phase. Lol. Da ist es ja.
Autschi. 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 Fuck. Kann mich nicht mehr bewegen. Autsch. Right Beam. Echt so. Okay. Da ist es ja endlich. Mein Gott. Echt. Raketen sind irrelevant, lol. Ja, wir können uns nicht mehr bewegen. Oh oh. Oh oh. Und da ist unser Knupsi. Es rettet uns. The Baby. Oh, schaut euch das an. Es saugt Mother Brain einfach aus. Oh mein Gott, man musste die ganze Zeit echt mit dem Beam drauf holzen. Ach, muss erstmal kommen, Raketen sind egal. Boah, schaut euch das an. Und jetzt? Seht ihr das? The Baby rettet uns. Es gibt uns die ganze Lebensenergie von Mother Brain. Es lädt uns auf, aber jetzt ist Mother Brain wieder aufgestanden. Oh oh. Oh nein. Oh nein. Lange hält es das nicht mehr aus. Unser Baby. Na warte, Mother, jetzt bist du fällig. Warte mal kurz. Oh ja. Das ist der Hyperbeam jetzt. Oh. Na warte, friss das und das und das und das. Zeig ihm, wozu Mamis in der Lage sind. Echt so. Oh cool, ich kann einfach gedrückt halten sogar. Na, Mother, was machst du jetzt, hä? Das war's. Kommt davon. Du hast unser Baby getötet! Jetzt Super Metroid nur hier dran. Ja, klar. Und natürlich, wie immer, Time Bomb. Die ganze Scheiße spinnt. Willst du mich verarschen? Raus hier. Raus hier. Raus hier. Noch haben wir den Hyperbeam. Zum Glück. Zum Glück haben wir den noch. Das ist übrigens auch das einzige Mal in ganz Metroid, dass du einen Hyperbeam hast. Den hast du sonst nicht nochmal in einem Metroid-Game eigentlich. Ja, cool. Ich habe mich verlaufen. Boah, ist der Hyperbeam ist so geil. Können ja auch rennen, ne? Muss ich erstmal rausfinden. Ich weiß doch den Weg natürlich hier nicht auswendig. Was? Das ist jetzt nicht dein Ernst. Hallo. Jetzt bitte. Okay, ich muss einfach da hoch. Hallo? Okay. Ja, GG, dafür ist es noch zu früh, ja? Dafür ist es jetzt noch viel zu früh. Ich muss hier erstmal rauskommen. Natürlich funktioniert genau jetzt meine Screw Attack nicht mehr, ne? Das ist toll. Ja. Ich wäre, wenn ich jetzt am Countdown sterbe, das wäre so peinlich. Lava, Ja, ja. Samus, spring doch einfach bitte gescheit. Ohne Scheiß. Oh ja. Ja, diese Frau macht mich fertig. Ganz ehrlich. Raus. Ja, hier könnte ich, hier hätte ich jetzt mit dem Speed, glaube ich, hoch können.
Mhm. Nicht stressen lassen einfach. Ganz, ne? Oh. Ja, okay. Jetzt bin ich hier. Oh mein Gott, du Stück Scheiße! Oh, das wird richtig knapp. Hm. Ne, da kann ich jetzt nicht mehr hin. Das reicht zeitlich nicht. Ups. Schade. Schade. Genau, das ist der Silvester-Countdown. Ah, schade. Man hätte hier noch Tiere retten können, aber ich hatte jetzt nur noch 7 Sekunden. Da sah man, dass die fette Sau hier nicht hochgekommen ist. Boah. Und? Boah, Alter. Victory! Das war's. Der komplette Planet ist explodiert. Cebes existiert jetzt nicht mehr. Warum jetzt Facepalm? So. The operation was completed. Successful. Clear time, 9 Stunden 40. Ein bisschen lang. Arme Animals. Ja, ich hätte sie gerne gerettet, aber das hätte ich jetzt nicht mehr geschafft in 7 Sekunden. Absolut nicht. Da hätte ich da unten rein müssen. Leider nicht. Leider nicht. Aber man hätte theoretisch noch Tierchen retten können. Mano, wollte ich ja auch wirklich. Wollte ich, aber ich bin ja da nicht hochgekommen. Mano. Aber das war Super Metroid. Geil. Schön. Ein Super Metroid-Spiel. Ja, nein, das ist wirklich ein gutes Metroid-Spiel. Macht sehr viel Spaß. Es ist ja auch quasi das zweite Metroid-Spiel in der Reihe. Oder? Kam der Gameboy zuerst? Nee, ich glaube, der Gameboy-Teil kam nach Super Metroid, oder? Müsste. Muss ich gerade noch mal schauen. Aber meines Wissens nach müsste es. Ne? Das ist ja hier. Nee, doch nicht. Es kam doch zuerst Metroid 2 raus, dann Super Metroid. Dann ist es der dritte Teil. Dann ist es der dritte Teil. Stimmt. Sagt das Spiel sogar nicht Metroid 3 am Anfang. Nein, genau, ja. Also dann ist der dritte. Aber auf dem Gameboy konntest du ja eh nicht viel umsetzen. Das hier, das war jetzt trotzdem das erste Metroid auch mit Karte und so. Und viele Sachen, die einfach neu reinkamen. Es war echt cool. Es war echt ein geiles Game soweit. Ja, war halt ein Super Metroid-Spiel eigentlich, tatsächlich. Wir haben unser Baby verloren. Ja, leider. Leider schon. Aber nicht ganz komplett. Es lebt in uns weiter. Und das im wahrsten Sinne. Tatsächlich. Ach, schön. Nee, war super. War eine super Reise, war mega interessant. Jetzt habe ich auch endlich mal Super Metroid gespielt. Endlich habe ich es mal nachgeholt. Ein sehr guter Teil. Er gefällt mir ziemlich gut. Natürlich echt mies, wie damals halt SNES und so. Richtig fiese geheime Stellen, Geheimgänge und so. Ja, Meridia hasse ich einfach nur. Der Rest war halt voll gut. Mechaniken, ja, typisch halt von damals, keine Ahnung. Und manches war einfach auch ein bisschen zu krampfig. Der Grabble-Beam ist ein bisschen krampfelig. Der Walljump ist scheiße. Ein paar Sachen sind halt einfach zu... Ja, ne? Weiß ich nicht. Oh, da ist Samus. Echt? Hey! Sie hat ihr Visier wenigstens geöffnet, scheinbar. Cool! Immerhin! Weil umso schneller du bist, umso mehr zieht sie sich aus, tatsächlich, legit. Und ich glaube, wenn du 3 Stunden hast, oder? Zieht sie sich halt komplett aus. Bis auf die Unterwäsche, ne? 67%? Voll gut! See you next mission. Es hat echt viel Spaß gemacht. Wirklich. Klar, vieles so, ne, ich habe oft so ein bisschen, ja, bisschen rumgemeckert, aber das darf man einfach mal in Spielen, wenn einfach mal gerade eine Stelle einfach käsig ist. Heißt aber nicht, dass es mir ja nicht in dem Moment irgendwie
Das Spiel macht ja trotzdem Spaß. Das war trotzdem cool. Und ich bin jetzt voll glücklich, einfach Super Metroid gespielt zu haben. Wir haben es durch. Voll geil. Und jetzt freue ich mich auch sehr, 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 sehr auf Metroid Other M. Das kommt dann als nächstes. Es ist im Moment trotzdem immer noch mein Lieblings-Metroid. Auch Super Metroid kommt da nicht ran. Ich weiß nicht, wo ich Super Metroid einsortieren würde. Metroid Zero Mission ist halt auch geil. Vielleicht finde ich das sogar fast ein bisschen besser. Zero Mission? Weiß ich nicht. Jetzt habe ich Metroid 2 gespielt. Metroid habe ich ein bisschen gespielt. Zero Mission und Samus Returns. Und jetzt Super Metroid. Es ist, muss ich echt nochmal drüber nachdenken. Weiß ich nicht genau. Trotzdem ein fantastisches Spiel. Es ist halt Metroid. Ich liebe die ganze Reihe. Ja. Ja, es war eine super Reise. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Ich habe sehr lange gebraucht. Okay. Tatsächlich länger als so manch andere. Wir hatten jetzt echt, keine Ahnung wie viele Stunden, 15 Stunden vielleicht drauf oder so. Es ist echt gewaltig lang eigentlich. Spiele schaffst du eigentlich so schon so in so 10, 9 bis 10, brauchen die meisten, aber egal, oder? Ist doch nicht so schlimm. Es war zumindest, und das finde ich ganz gut, nicht so lange wie Samus Returns. Ich fand Samus Returns auf dem 3DS zwar ziemlich cool, auf jeden Fall, auch cool inszeniert, schöne Grafik, die ist das mit, ne? Aber ich fand es zu lange, tatsächlich. Samus Returns ist halt mit das längste Metroid. Danach kommen die Prime-Teile, die ungefähr so lang sind. Aber auf dem 3DS war arschlang. Weiß ich nicht. Metroid steht eigentlich eben auch für Kürze. Dass es relativ kurze Spiele sind. Das hat mich so überrascht. Weiß ich nicht. War mir fast zu lange sogar. Super Metroid war halt echt angenehm auch wieder. Die Musik halt übelst ikonisch. Ich liebe halt den Soundtrack von Super Metroid auch. Sehr, sehr cool. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Umso schneller du bist, umso mehr zieht sie sich aus. Von wie vielen Männern wurde es entwickelt? Nun, schwierig. Ja, weil, also tatsächlich kann ich aber auch sagen, das war damals beabsichtigt so. Ne? Das war ja, damals wusste man ja nicht, dass Samus männlich ist. Es kam Metroid auf den Markt, Metroid 1. Ja? Und ja, das hat man auch schon ein bisschen so beworben, so von wegen, dass es eher so, man kannte es, dass es bestimmt ein männlicher Held. Man hat halt nur diesen Anzug gesehen, du weißt ja nicht, was drunter war. Und da, gerade zur damaligen Zeit sowieso, ja, man ging einfach davon aus, dass es ein männlicher Held. Du bist halt einfach ein typischer Actionheld mal wieder. Und das war halt eben so dieser mega Überraschungseffekt. Das hat man eben bewusst geheim gehalten. Das war eben dieser Überraschungseffekt, wenn du Metroid schnell durchgespielt hast, hat sie sich ausgezogen, dann hast du nämlich gesehen, dass es eine Frau ist. Und das hat damals wirklich Wellen geschlagen. Was? Warte, was? Man hat eine Frau gespielt? Und es wurde halt sehr positiv aufgefasst, ne? Auf jeden Fall. Aber es war halt ein sehr, sehr schöner Überraschungseffekt. Und das ist halt einfach drin geblieben, immer noch. Bis heute sogar, oder? Glaube ich. Ja, eigentlich schon. Ja, daher rührt das tatsächlich. Voll cool eigentlich. Genau. So, das war das. Ja. Upsi. Ja, man kann hier nicht weiter. Das war's, glaube ich. Ich glaube, wir müssen mal die Konsole ausschalten. Theoretisch. Ja, also, see you next mission. Das war Super Metroid. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder in Metroid Other M. Und da freue ich mich so sehr darauf. Und da peile ich dann auch die 100% an. Auf jeden Fall. Habe ich damals schon gemacht. Möchte ich jetzt dieses Mal dann auch wieder machen. Oh mein Gott, freue ich mich auf Other M. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. By Metroid.